Moin, meine Nikonenten, ich begrüße euch auch mal wieder seit langem, seit wirklich langem, wieder mal zu War Universe, nach kurzen Folge heute vielleicht mal. Mir geht es heute nur darum, ich möchte ein bisschen jagen gehen und mir ein bisschen auch die Maps wieder anschauen, weil sie haben da grafikmäßig, glaube ich, seitdem wir letztes Mal gespielt haben, wieder was getan. Das haben wir sich nicht so wirklich angeschaut, aber ja, möchte ich euch auch ein bisschen drüber fliegen. Wir suchen ein paar Gegner, schauen, dass wir ein paar schöne 1 gegen 1 vielleicht zusammenbekommen. 2 gegen 1 kann man sowieso abhaken. Und wäre halt cool, wenn sich da irgendwo ein paar Gegner finden. Also auf jeden Fall soll heute eine entspannte Folge wieder werden, auf Just for Fun. Einfach mal ein paar Gegner aufsuchen. Und ja, eigentlich wollte ich noch 4 Spieler hier auf der T1 Map, aber hat sich gar nichts gefunden. Die Maps haben sich auf jeden Fall wirklich schön verbessert. Also von der Grafik überhaupt her. Gibt es zwar ein paar, die gefallen mir überhaupt nicht. Also es gibt bis jetzt, glaube ich, 1 oder 2, die ist ein bisschen verkackt, finde ich. Aber die sind die wirklich schön. Also da gefällt mir der Hintergrund wirklich gut. So, da bin ich in der richtigen Konfi. Nee. Links war die Speed-Konfiguration. So, was ist denn da? Hallo! Kann ich dich abschießen? Willst du ein 1 gegen 1 machen, du Hyperion-Spieler? Oder haust du mir vorher ab, bevor ich dich da jetzt irgendwie umgebracht habe? Wahrscheinlich schon. Der Bond zur RSF, ja, da schießt sie noch gemütlich, ja, hey, was ist da los, was geht hier ab? Nee, also ich mach den da jetzt noch in so halb kalt, genau, und der springt zurück. Also das finde ich noch immer so ein bisschen scheiße, dieses Jump-System. Alleine bringst du halt wirklich nichts zum Reißen, außer du bist auf so einer PvP-Map und es möchte mit dir jemand fighten. Aber, ja, schau, hier sind nur Hyperions, also wenn ich jetzt Glück habe und der kann ich nicht durchjumpen, gehört der mir. Sehr gut, er kann nicht jumpen, genau, er gehört mir. Nice. Wenn er nicht jumpen kann, kann ich ihn auch noch abschießen. Ja Mann, das ist sogar ein Perun. Nice. Alter, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Und er flüchtet hier oder was? Kann auch nicht jumpen. Das ist das Einzige, was man hier im System ausnutzen kann. Wenn keiner von denen jumpen kann. Aber wir gehen jetzt schon... Ja, er kann jumpen. Lol, lol, lol. Okay, fliegen wir mal rauf und dann schauen wir mal, was da noch so ist. Aber die können alle jumpen. Oh, noch ein Perun. Sehr gut, den holen wir sich. Komm, ich bin nicht besser als du, Mann. Ihr seid sogar zu dritt, wenn ihr jetzt Teamwork macht. Ja, die jumpen ja eh alle durch. Die brauche ich gar nicht die Munition verschwenden. Ah, die springen durch, das ist scheiße. Die anderen haben gerade Bock gemacht, ja. Also die waren halt easiness zum Abschießen. Die Perun hat sich nicht gewehrt und die eine Perun ist ja da gerade abgehauen. Das finde ich jetzt auch mega kacke. Das hätte besser werden können. Warte mal, kann ich da auch irgendwo durchspringen? Das ist für Level 15. Mehr interessant, ob ich da irgendwo durchspringen kann. Machen wir mal Tarnmodus. Ja. Ja, moin. Ja, den. Der hat sogar 3 blaue, 3 rote. Den wollen wir nicht anlegen. Gibt es jetzt eigentlich schon was mit diesen Designs? Star-Mission gibt es auch immer die 3, ja. Aber gibt es jetzt irgendwo Missionen, warum ich jetzt 3 blaue hier krieg? Blue-Munition. Ah, das ist cool. Weekly Task, ja. Das sind relativ coole. Oh, Blue-Munition. Ja, das sind coole Missionen. 12 Millionen Bitcoins. Zerstöre, ja, 50, 25 Magmius Cargo Boxen sammeln, 1000 Dakoni. Das sind relativ coole Missionen, ja. Die kann man machen, vor allem man kriegt hier gute Munition, Platinum, Bitcoins. Das finde ich nice. Das finde ich gerade nice, das sind hier richtig, oh, Level 16. 200, da sind neue Questen da, jawohl, das gefällt mir. Mit Level 16 dann überhaupt nice. Da sind neue Questen da. Da sind neue Questen da. Die sind schon länger da. Also diese Weekly Tasks sind neu. Und die sind nice. Level 15, da kann ich die hier gleich machen. Erfahrungspunkte gibt es nämlich 1 Million. Und da kann ich mich gleich ransetzen und das machen. Dann mache ich hier vielleicht noch Level 16. Also das ist auf jeden Fall mal okay. Aber sonst gibt es eh nichts mit diesen 3 neuen blauen Designs. Müsste ich wieder mich erkundigen, wo es die jetzt hergibt.
Weil vorher gab es die immer durch die Missionen. Aber die Missionen, die gibt es da jetzt nicht mehr. So, da können wir sie nicht mehr durchspringen. Ne, Level 17. Springen wir wieder, fliegen wir mal wieder zurück. Okay. Alter, da ist richtig was los. Oh, DCS. Oh, das hier ist das eine Design. DCS ist das eine Design. Da ist halt jetzt die Frage, ob es permanent bleibt, weil letztens habe ich die Diskussion schon gehabt, dass sie diese neuen Designs nur zeitbegrenzt machen. Und das fand ich relativ kacke. Also das ist... Das geht nicht. Das ist scheiße, ne? Scheißen und fighten. Also das geht gar nicht. Aber 12 Millionen Erfahrung. Hypervortex. Ah, das sind diese ganzen... Zerstöre Hyperhydrus, da sind 24, ich meine für 12 Millionen P. Die Quest ist okay. Die ist okay, kann man machen. Also ich kann mich da jetzt gerade nicht beschweren, die Quests sind gut. Von der Belohnung her. Ich finde das halt mit dem Design mega, mega blöd. Ja, also ob das dann jetzt noch permanent bleibt, das würde mich interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr wisst, ob diese Designs jetzt permanent bleiben oder nicht. Oder ob die wieder verschwinden, ne? Ja, er springt wieder durch. Er springt durch, er kann jumpen, oder? Ja, Alter, fickt euch doch, Mann. Ah. Du aber jetzt, komm. Mit dir kann ich jetzt aber spielen. Fight mit mir. Fight mit mir. Ah, er springt wieder durch. Okay, sprechen wir mal auf die Battle Maps rüber. Ich guck mal die Quests an, die kann ich nebenbei machen. Ich glaube, ich habe eh keine anderen mehr. Oh, ich habe noch ein paar. Na, scheiß drauf, brech mal ab, oder? Zerstöre die Ultra Hydros. Angenommen. Cargo Box sammeln. Ja, weg damit, ja. Und die da haben wir auch weg dabei. Star Mission, nee, Quests normal. Da, Weekly Task. Die gibt's sogar gut. Erfahrung, 500.000 sammeln. Erbium. Das Erbium sollte normalerweise hier rauskommen, oder? Schauen wir mal gleich, ob die Quest zählt. Das ist cool. Ah, ich muss das so sammeln. Sammle Erbium. Ah, das liegt ja wieder auf den Maps rum. Ah, okay, gut. Ja moin, okay, haben wir wieder ein bisschen was zu tun, aber dann nehme ich gleich noch eine zweite Quest an, die Wiki 3 wäre cool. 2 Millionen P, Hyper Zavientos. Das können wir da schaffen wohl. Auf der G1 Map akzeptieren, Ultra Raider. Ah, die Ultras sind wieder so mühsam. Zerstört Salipso, okay, das sind jetzt wieder die Schiffe, die man da zerstören muss. Das sind wieder die Aliens. Okay, ich halte mich mal lieber an den Aliens. Auf jeden Fall kann ich so vielleicht mal Level 16 schaffen. Das wäre halt super. Das wäre halt optimal. Bei G1, ja, ist wieder diese Ultra-Map. Und rangmäßig, wie schaut's aus? 16.000. Wie viel X4 habe ich überhaupt noch? Weil ich das schon wieder so just war. 135k, okay. Weil ich das halt schon wieder so verschieße. So auf Head genug. Ich weiß, bei meinem DO-Account habe ich noch 3,5 Millionen, aber hier habe ich noch 135.000 und sollte man halt wirklich nur zum Jagen nehmen und nicht zum Alien ballern. Ah, da ist gerade jemand durchgesprungen, Ich hätte gleich hier fast jemanden gehabt, scheiße. Ah, nein. Irgendeiner von denen ist gerade durchgesprungen, Mann. Ah, Menno. Gut, wir schauen, dass wir den jetzt irgendwie locken. Locken und dann ausnocken. Gehen wir gleich in die Standkonfiguration. Den möchte ich haben. Ich möchte ihn haben. Oh, oder den da? Nein! Ja! YOLO, hab ihn erwischt! Hab er erwischt. So, möchte der jetzt ein 1 gegen 1, Alter, komm. Der Bonnie XTR. Komm schon, trau dich.
Komm schon, du kriegst 5 Euro. Und nicht. Müssen wir wegfliegen? Okay, wir fliegen mal weg. Wir schauen, ob er wegfliegt. Weil wenn er durchspringt auf die PvP-Map, ist er sowieso genatzt. Da kann er eh scheißen gehen, weil, oder? Da gehen wir da dummer Fighten, Alter, und dann kann er scheißen gehen. Oh, er kommt raus. Nee, er traut sich nicht. Ach nee, ich hoffe, man sieht das überhaupt. Ich glaube nicht, dass. Weil ich glaube, meine Facecam ist im Weg. Er steht unten am Gate. Das wäre nämlich nice, wenn er auf die T1-Map rüberspringt. Weil ich noch die Quest offen habe mit. Ich glaube, es geht schon. Weil ich noch die Quest offen habe mit den Perunen auf der T1-Map. Und da wäre es nice, wenn er so rüberspringt und ich so eine Stelle verpassen kann, dass ich auch meine Quest fertig kriege. Genau, 4 Stück fehlen mir noch auf der T1. Ah, der Astrotlicht! Ist er gesprungen? Nein, er ist nicht gesprungen. Mann! Das ist dieses. Ha! Ja! Den kriegen wir. Jawohl, und ihm auch gleich. Ja, er springt drüber. Tarnmodus. Den holen wir sich auch noch. Und, krieg ich ihn geklickt, Mann! Jetzt volle Concentration. RSP Perfect Change die ganze Zeit. Komm schon. Ich hab kein Insta-Schild mehr, Mann! Nein, ich will nicht verlieren, Mann! Ich hab kein Insta-Schild mehr! Nein, es war so knapp! Warum habe ich kein Insta-Schild mehr? Was ist los? Nein, warum? Warum sind die leer? Kann man sowas sagen? Hallo, Ausrüstung? Drohnenschiff? Ja, moin! Shop. Ja, was war? Muss ich davon das hier kaufen? Ah ja, die waren's mal wieder. Na gut, okay, ja schön. Der hat so ein Glück gehabt, weil mir ganze Zeit meine Insta-Schilder aus. Der hätte verloren. Er hätte verloren. Der wäre draufgegangen. Gut. Da möchte ich nochmal eine Revanche, den suche ich mir auf jeden Fall nochmal kurz. Alter, das wäre sich ausgegangen, die Dinger sind mir da unten leer gewesen, die ganze Zeit, ich drück. Alter, der wäre weg gewesen. Der hat keine Chance gehabt. Nein, mir muss mal wieder passieren, dass meine Munition aus ist. So, den holen wir sich. So, ich habe wieder mal einen Peru gefunden. Jaui. Aber, ist durchgejumpt. Ja, Mann. Der ist zu gut. Aber der gleiche wie vorhin war das jetzt nicht, oder? Ach, egal. Nein, die gehen jetzt zu zweit auf mich. Oh, nee.
Ja, Mann, jetzt, Alter, jetzt ist's aus. Kann man vergessen, tschüdelü. Ja, Mann, ist geplatzt. Und du, was ist mit dir? Ha, kommst du noch? Ha. Bam, Alter, so möglich ein 1 gegen 1. 10 fair, keiner jumpt weg. Er wollte jumpen, aber er kann sich jetzt mal so richtig... Er kann jetzt scheißen gehen, Alter, weil wir waren im Fighten, waren wir jetzt richtig gut. Das war ein schönes 1 vs 1. So, meine Lieben, das war's aber auch mit der kurzen Folge War Universe wieder mal. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es wieder mal, dass ein bisschen vielleicht mehr kommt. Die Motivation muss halt auch immer da sein, das Game muss auch bocken. Ich habe schon mal gesagt, es gibt leider hier nicht so viel zu machen. Also, kann man jetzt wieder sehen, wie man es will. Auf jeden Fall schreibt es in die Kommentare, Meinungen, Sachen, die wir machen könnten und. Däumchen drauf, würde mich mega freuen. Ansonsten Abo da lassen, kennt ihr, Abo-Button wird wieder irgendwo eingeblendet. Drückst einfach drauf, lasst ein Abo da und Glocke aktivieren, damit ihr immer Benachrichtigungen von mir erhaltet, wenn was hochgeladen ist. Ich sage jetzt reingehauen, wiederschauen und danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.